Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe der Championship Rounds. Unser Gast ist heute erneut, muss man ja sagen, der erfahrene MMA-Punktrichter Clemens Werner. Hallo Clemens, wie geht's dir? Hi, sehr, sehr heiß, aber ansonsten alles super und ich hoffe, euch geht's auch gut. Wie könnte es anders sein? Ja, wir sind Sebastian Hackl und Florian Mandavid. Uns geht es natürlich auch gut. Und bevor es losgeht, möchte ich nur noch eines sagen, eines loswerden. Dieses Video hier wird euch vom YPSI Shop präsentiert. Im YPSI Shop gibt es die besten Supplements mit Premium-Qualität. Da gibt es auch E-Books zu den Themen Training und Ernährung. Da gibt es auch vieles mehr. Kurz gesagt, Wolfgang Unsöld, der Inhaber des YPSI Shop, der ist der beste Coach im Bereich Strength and Conditioning in Deutschland hier. Seine Produkte sind zertifiziert, sie sind geprüft. Seine Bücher, seine Pläne, die führen garantiert zum Erfolg. Ich habe selbst einiges an Fortschritten erzielt mit seiner Hilfe und ich habe ausgezeichnete Nachrichten für euch. Ich habe heute mit Wolfgang geschrieben und wenn ihr auf ypsi-shop.com geht und den Promocode Hackman eingibt, dann gibt es nicht nur 10% Rabatt auf alle Supplements. Nein, 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 nein. Es gibt 10% Rabatt auf alles. Also, ypsi-shop.com, es gibt den Promocode Hackman, Hackman, den gebt ihr ein und dann sichert ihr euch einen 10% Rabatt auf alle Produkte. Ich sage es nochmal, alle Produkte und alles, was ich jetzt gesagt habe, falls es zu schnell war oder zu unübersichtlich oder beides, gibt es auch nochmal in der Episodenbeschreibung nachzulesen. Jetzt geht es aber wirklich an die Punktzettel sozusagen mit Clemens Werner. Flo, ich hoffe, du bist auch gut drauf und bei dir ist nicht zu heiß. Hier ist die letzten Tage ein bisschen abgekühlt. Ich wohne in einer Dachgeschosswohnung, sollte ich vielleicht dazu auch noch sagen. Es gab hier auf jeden Fall auch Tage, an denen ich mich nicht ganz menschlich gefühlt habe und sehr, sehr schlecht geschlafen habe. Aber ich glaube, dass der Regen, der den hoffentlich auch noch Berlin erwartet, der ist hier schon gefallen. Hier ist es inzwischen ein bisschen kühler. Ja. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, Clemens, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Das 10-Point-Must-System, glaube ich, ist so der Punkt, um den wir uns heute drehen. Und da würde ich mal gerne die generelle Meinung von dir abklopfen. Also ist dieses aus dem Boxen übernommene, rundenbasierte System, das muss man ja betonen, optimal? Oder denkst du, es wäre besser und fairer für die Kämpfer, einen Kampf an sich in der Gänze sozusagen zu bewerten? Sehr gute Frage, natürlich auch oft diskutiert. Ich denke, man muss da von zwei Seiten gucken. Einerseits Praktikabilität, ja. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein System, was sich gut anwenden lässt und was ja auch schon seit jetzt 20, 30 Jahren bewährt ist, auch im MMA. Und es ist nicht umsonst da. Ja, es ist nachvollziehbar. Jede Runde wird einzeln gewertet und entsprechende Scores kriegt man dann aber auch am Ende raus und entsprechende Ergebnisse. Andererseits kann man natürlich auch sagen, okay, ist es wirklich fair? Also du kannst natürlich auch einen Kampf haben, wo du jetzt eine sehr klare 10-9-Runde in Runde 1 vielleicht für die rote Ecke hast, wo du wirklich sagst, oh, das ist ganz kurz vor der 10-8. Und dann hast du zwei hauchdünne Runden, die dann aber an Blau gehen. So, und dann hast du eigentlich, wenn du insgesamt denkst, so, okay, wer war jetzt der insgesamt effektivere Athlet, dann würdest du eigentlich sagen rot, aber nach dem 10-Point-Must-System ist es Blau, der am Ende gewinnt, weil er 2 zu 1 ist. Das heißt, von der Fairness her ist es durchaus sozusagen ein System, was nicht immer optimal ist, aber man muss auch sagen, das sind wirklich die 1% vielleicht, wo das wirklich dann so eine Fälle aufkommen, wo man sagt, okay, das ist nicht fair. Deswegen gibt es ja auch Überlegungen, und ich glaube, bei One, wenn ich mich nicht irre, wird auch der Kampf insgesamt gescored. Bin ich an sich auch offen für, sage ich jetzt mal, aber ich glaube halt auch, dass es einerseits für die Punktrichter umso komplexer wird, weil die müssen ja über den gesamten Kampf sozusagen tracken, okay, was war jetzt da, erste Runde, zweite Runde, dritte Runde, vielleicht auch fünf Runden, und es wird natürlich nochmal umso anspruchsvoller für die Punktrichter, denn am Ende zu sagen, ah, okay, der war es jetzt oder der war es jetzt, weil dann natürlich auch schon eine gewisse Zeit schon wieder zurückliegt, die ganzen Aktionen, und bei einem normalen 10-Point-Must-System hast du halt deine 5 Minuten, gibst dein Score ab und die nächste Runde, ja. Also daher, wie ich sage, Praktikabilität ist 10-Point-Must, glaube ich, ziemlich gut. Von der Fairness her wäre so ein Kampf im gesamten Bewerten natürlich optimal. Aber ich glaube halt auch, dass das, wie gesagt, Fallstricke hat und auch für die Fans, ja. Also die Nachvollziehbarkeit für die Fans wäre dann nochmal runtergesetzt. Jetzt können Fans ja schon auch oft nicht nachvollziehen oder auch generell Kommentatoren teilweise nicht. Warum ist das jetzt ein 10-9, 10-8 oder was auch immer? Und wenn wir dann den ganzen Kampf einfach nur bewerten, dann wird es ja nochmal
nochmal ein größeres Durcheinander. Und dann, ja, also es hat alles Vor- und Nachteile. Ich denke, es ist ein System, was sehr einfach zu verstehen ist und auch, wie gesagt, praktikabel. Ich bin nicht der, der die Gesetze macht oder die Regeln, deswegen, ich wende es einfach nur an und ich komme damit gut klar. Don't shoot the messenger, heißt es immer. Ne? Es gibt ja diese 10 zu 10 Runden. Und ich möchte die Frage einfach mal aus der Welt schaffen. Die sitzt da wie so ein rosa Elefant im Porzellanladen. Könntest du bitte kurz erklären, warum diese 10 zu 10 Runden so selten vergeben werden? Ja, also das ist auch eine Sache, die früher noch anders war als heute. Also früher hat man auch öfter 10-10-Runden gesehen, besonders auch meines Wissens nach auch im osteuropäischen Raum bei M1 und so. Da gab es oft 10-10-Runden, aber es hat sich dann auch im Laufe der Zeit gewandelt, weil 10-10-Runden führen natürlich auch öfter zu Draws und du willst ja irgendwie einen Gewinner im Kampf oder im Match haben. Die 10-10-Runden gibt es aber trotzdem noch im Regelwerk, obwohl sie halt verrufen sind. Also ich sage es mal ganz offen und ehrlich, wie es ist. In der Ausbildung zum Judge wird dir gesagt, du gibst niemals 10-10-Runden. Als Punktrichter ist es deine Aufgabe, sozusagen dich zu entscheiden anhand der drei Kriterien, die du hast. Und wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann bist du irgendwie der falsche Mann oder die falsche Frau, die falsche Person. Ja, also die Punktrichter sind da, um sich für einen Sieger in jeder Runde zu entscheiden. Die stehen jetzt aber trotzdem noch im Regelwerk. Das hat auch den Hintergrund, dass es einfach Fälle gibt, in denen trotzdem die 10-10 angewandt werden kann. Das ist eigentlich nur ein Fall. Und zwar, wenn man beispielsweise bei einem unabsichtlichen Foul in Runde 3 führt zu einer Technical Decision, wenn der gefoulte Athlet nicht weitermachen kann. Und wenn wir jetzt sagen, okay, das war jetzt Runde 3, 10 Sekunden oder 20 oder 30 Sekunden, und es ist faktisch eigentlich noch nichts passiert. Ja, vielleicht hat jeder einen Jab geschlagen, aber du kannst wirklich nicht fair sagen, okay, Athlet Rot oder Athlet Blau hat jetzt die Runde gewonnen oder war irgendwie besser. Dafür ist dieser 10-10-Fall noch im Regelwerk vorhanden. Wenn wir eine vollständige Runde haben, wollen wir aber keine 10-10 sehen, weil es eben immer möglichsten Sieger im Match geben soll. Wow, das ist eine Frage, die ist unfassbar oft gestellt worden. Ich glaube, da kommt man in diesem Atemzug sofort zur 10-9-Runde, weil du hast ja gesagt, es gibt diese Runden, in denen sehr wenig passiert. Ich denke jetzt da mal an Adesanya Romero. Also das war so ein Stinker, der Kampf. Da wollte irgendwie der eine nicht nach vorne, der andere wollte nur aus der Rückwärtsauslage sozusagen im Rückwärtsgang den Kampf bestreiten. Dann gibt es Runden, in denen werden kaum Schläge abgefeuert. Also Rose Namajunas gegen Carla Esparza, da gab es Runden, da hat eine von beiden drei Schläge zum Beispiel abgefeuert. Dann gibt es Runden, in denen beide gleich viel abfeuern, wo kaum ein Unterschied auszumachen ist. Ich will jetzt gar nicht alle Fälle aufzählen, die es so gibt. Da würden wir in die Tausende gehen wahrscheinlich. Kurz gesagt, wenn es knapp wird, wie trennt sich da die Spreu vom Weizen? Wie ermittelt der Punktrichter trotzdem einigermaßen zielsicher den Sieger dieser Runde? Das ist ja eine schwierige Frage, weil es halt ein schwieriges Thema ist. Aber im Grundsatz haben wir unsere drei Kriterien. Ja, das ist einmal effektives Striking und Grappling. Also die sollen sozusagen theoretisch gleichgewichtet sein. Das ist Priorität Nummer eins, also in der Hierarchie die erste Stufe. Erst wenn du sozusagen diese Stufe, also man nennt es auch einfach immer abgekürzt Effektivität zum Beispiel, wenn die Effektivität 100% ausgeglichen ist, dann kannst du zum sekundären Kriterium gehen, nennt sich Aggressivität. Wenn auch Aggressivität komplett ausgeglichen ist, gehst du zur Ringkontrolle. Und wenn auch die ausgeglichen ist, hast du theoretisch eine 10-10, die wir aber nicht vergeben, wie wir gerade gelernt haben. Genau, also du hast die drei Faktoren zur Auswahl. Und ja, wenn wir jetzt so eine Runde wie du da zum Beispiel ansprichst haben, wo du wirklich als Punktrichter sagst, man soll jede Aktion individuell bewerten. Das heißt, es ist auch immer so eine Sache, sich den Strike Count anzugucken oder die Takedown-Statistik oder sowas. Es kommt immer darauf an, was war das für ein Schlag? Also du kannst auch mit einem Schlag viel effektiver sein als mit 10, ne? Ist klar. Also wenn ich 10 Jabs habe, die irgendwie leicht vom Gesicht abrutschen oder halt eine richtige Bombe, wo du den Gegner auf den Boden knockst, dann ist natürlich die Bombe trotzdem höher. Also die Statistiken sagen auch nicht immer was aus unbedingt und auch das ist ja auch diese Sache mit Significant Strikes. Was ist jetzt Significant Strike? Keiner weiß es so wirklich. Das wissen nur die Leute, die da am Ende bei der UFC die Klicks geben. Oder der hineinstecken muss. Ja, genau. Letztlich ist eigentlich das die beste Bewertung eines Schlages kann natürlich eigentlich nur der Athlet geben, der ihn abkriegt. Ja. Also deswegen, wir müssen ja die visuellen Aspekte nutzen.
Aber zurück zur Frage. Also wenn du wirklich so einen Kampf hast, wo du als Punktrichter sagst, boah, nee, also das ist wirklich 1:1 ausgeglichen, die Effektivität, okay, alles gleicht sich mehr oder weniger aus. Da hast du natürlich auch gewisse Hilfssachen oder Hilfsgedankenansätze. Einer davon ist zum Beispiel immer Qualität über Quantität. Ja? Also wenn du jetzt so einen Kampf hast, wo du wirklich sagst, okay, super eng, dann ist immer einer der Hilfsstricke, die man auch in der Ausbildung mitkriegt, frag dich nochmal oder rekapitulier nochmal in der Runde, was war jetzt wirklich so die Aktion, die das Match am meisten in Richtung des Endes gebracht hat? Ja, also was war der härteste Schlag? War da eine echt enge Submission oder ein harter Slam? Und im Zweifel sollte man mit der Qualität gehen. Ja, das ist zum Beispiel so eine Hilfsstütze. Heißt aber umgekehrt nicht, was dann auch wieder viele sagen, heißt jetzt nicht, dass immer der gewinnt, der die qualitativste Aktion gebracht hat. Ja, also das heißt jetzt nicht, wenn ich einen engen Armbar habe in der Runde, dass ich automatisch die Runde gewinne, der bleibt natürlich am meisten im Gedächtnis den Leuten. Aber wenn der andere jetzt 20 Jabs landet oder Leg Kicks oder so, auch wenn die jetzt vielleicht nicht dolle waren, kann der trotzdem die Runde gewinnen. Genau. Ich könnte noch sehr viel dazu sagen, aber genau. Also wenn wir denn wirklich diesen Fall haben, jetzt zum Beispiel Rose Namajunas gegen Espasa, ist jetzt wirklich so ein Fall, wo man auch irgendwie sagen kann, Leute, das war wirklich die Effektivität. War ja eh kaum da und die war vielleicht sogar ausgeglichen. Das wäre dann vielleicht sogar ein Fall, wo man echt sagt, okay, ich gucke jetzt wirklich, wer aggressiver war. Das ist aber wirklich so ein, weiß ich nicht, ich sage immer 99,9% der Fälle sollte eigentlich die Effektivität entscheiden. Aber dann gibt es halt mal die 0,1%, wo halt wirklich zur Aggressivität gegriffen wird. Und dann gibt es noch mal seltenere Fälle, wo du sagst, okay, Ringkontrolle. Ja, also wir haben da, wie gesagt, dieses dreistufige Verfahren. 99,9% wird immer die Effektivität entscheiden, also Striking und Grappling. Wenn das völlig ausgeglichen ist, Aggressivität und dann die Ringkontrolle. Punkt dazu, also ich darf nicht sagen, wer es war, aber ich habe einen Informanten und ich weiß, dass die UFC-Kommentatoren in der vergangenen Woche eine Schulung bekommen haben, Haben Sie auch gesagt? wo es um Judging ging. Und es muss richtig hitzig geworden sein. Es muss richtig hitzig geworden sein. Also da müssen Worte geflogen sein. Mehr sage ich dazu nicht. Ich komme im Zuge dessen, damit wir das abschließen, noch zu meiner letzten Frage in dieser Bubble Flow. Dann kannst du gerne mal einhaken. Die 10-8-Runde. Wir haben jetzt 10-10, 10-9. Wir kommen zur 10-8-Runde. Da mal ganz allgemein. Kann man es kurz prägnant formulieren? Ab wann ist eine Runde eine 10-8-Runde? So richtig kurz nicht, ja. Also, Ich mag es, wie du das sagst. also ja, ich probiere es kurz zu machen. Also wir haben auch bei der 10-8 geht es wieder primär um Effektivität, okay? Also wir brauchen eigentlich immer ein Grundlevel an Effektivität, beziehungsweise wir reden eigentlich von Effektivitätsunterschieden, ja? Also es geht ja nicht darum, wie effektiv der eine war, wenn der andere fast genauso effektiv war. Also wir reden mal von Effektivitätsunterschied. Da muss mindestens ein moderater Unterschied vorhanden sein, um überhaupt eine 10-8 zu kriegen. Weil wenn du die anderen zwei Kriterien anguckst, also ähnlich wie bei der oder generell beim Judgen, primäres, sekundäres, tertiäres, was wir gerade hatten, also Effektivität, Aggressivkontrolle, haben wir für die 10-8-Runde noch Zusatzkriterien. Und die nennen sich Dominanz und Dauer der Dominanz. Ja? Das heißt, ich gebe mal ein Beispiel für Dominanz. Du guckst neben der Effektivität, wenn es um 10, 8, 10, 9 geht, auch auf Dominanz. Und Dominanz wäre zum Beispiel im Stand, wenn jetzt der eine Athlet den anderen Athleten mit Schlägen eindeckt und der andere Athlet einfach viel ausweicht, covert, also nicht selber effektiv was dagegen bringt. Ja. Oder auf dem Boden halt, der eine Athlet kommt in eine dominante Position, Ground and Pound, der andere Athlet wehrt sich kaum. Covered up. Das ist Dominanz, Auch ja. alles im primären Wertungskriterium mit einfließend. Nee, das ist jetzt, also ja, natürlich, es hängt zusammen. Also du brauchst natürlich, um dominant zu sein, brauchst du Effektivität. Deswegen hatte ich gerade gesagt, du brauchst immer ein Grundlevel an Effektivitätsunterschied. Also ich kann gar nicht dominant sein, ohne dass ich effektiv bin. Wenn ich jetzt nämlich zum Beispiel sage, auf dem Boden, Ground, ich bringe den Gegner runter und mach aber nichts weiter, also bin nicht mehr effektiv, dann bin ich zwar kontrollierend, aber nicht dominant. Ja, also kann schön die Position kontrollieren und von A nach B gehen, aber wenn ich nicht schlage oder den Gegner irgendwie gefährde mit einer Submission, zählt das nicht als Dominanz. Das ist Kontrolle. Das ist auch ein sehr häufiges Missverständnis.
Das heißt, die Voraussetzung, um überhaupt dominant zu sein, ist, dass du ein Grundmaß an Effektivität dabei hast. Ja. Und dann das dritte Kriterium für die 10-8, ich hoffe, man kann halbwegs folgen, eigentlich gibt es dafür Ausbildung, ja. Das dritte Kriterium für die 10-8 ist die Dauer der Dominanz. Das heißt, je länger diese Dominanzphasen andauern, desto erfüllter wird oder desto höher ist die Dauer und desto eher sollst du auch mit 10-8 geben. Ja, also die drei Kriterien sind wieder Effektivität, also Striking Grappling, Dominanz und Dauer der Dominanz. Und anhand dieser drei Kriterien soll man entscheiden, ob eine Runde mit großem Abstand, also eine 10-8-Runde vorliegt. So, ich persönlich finde, das ist die schwerste Angelegenheit, was das Judgen angeht, weil es einfach, ja, wie ihr seht, es ist auch ein bisschen nicht ganz trivial teilweise und auch die Einschätzung, ist das jetzt gerade eine dominante Phase, ist das keine, ist teilweise ein bisschen subjektiv oder es gibt auch sehr viel Missverständnisse, ja, wie ich gerade gesagt habe, diese Kontrolle gegenüber Dominanz und so. Aber es macht so viel Sinn, dass du das jetzt mal so erklärst, weil aus dieser Sicht, mit diesen Worten, macht die eine Runde bei Blachowicz Prohaska, die du eine 10-8 gewertet hast, aus meinen Augen total Sinn. Ich habe gedacht, ja, das ist eine klare 10-9. Jeder hatte große Szenen, Prohaska hatte mehr große Szenen, aber wenn du jetzt sagst, er war effektiv, ja, hat mit wenigen Schlägen sofort einen Cut verursacht, hat hart getroffen, war lang in der Mount. Das macht dann Sinn, dass das eine 10-8 ist. Ich finde es so wertvoll. Ich danke dir nochmal ganz explizit dafür, dass du dir da die Zeit nimmst, weil es ist was anderes, wie man etwas subjektiv empfindet, im Gegensatz zu, was steht in den Regeln, wie soll ich das werten? Und darauf kommt es heute an. Diese Runde, die du gerade angesprochen hast, ist auch eine sehr untypische 10-8, oder? Weil man stellt sich immer bei der 10-8 vor, sowas wie, ja, okay, der eine prügelt den anderen durch den Ring oder nimmt ihn auf den Boden und dann gibt es 4 Minuten Ground and Pound, ja. Das war natürlich nicht so eine Runde, sondern im Stand war es schon gewissermaßen dominant. Er hat ihn schon eingedeckt. Die Unterschiede der Effektivität waren auch klar. Ich glaube, es waren irgendwie 50 zu 15 Schlägen insgesamt oder sowas. Da gab es dominante Phasen, dann ging es auf den Boden, da hat er ihn gecuttet, war auch dominant. Und dann am Ende gab es diesen Sweep, nenne ich jetzt mal in Anführungszeichen, und dann gab es halt nochmal die paar Ellenbogen. Und da ist halt auch immer so die Sache, es wird immer gesagt, hat der unterlegene Athlet jetzt genug getan, um sich die 9 zu verdienen? Und das war wirklich, also ich war da auch sehr auf der Kippe sozusagen und davor war es für mich eine klare 10-8-Runde, also ganz klar ging es in die, oder zwar im Bereich der 10-8. Und dann war halt die Frage, ist denn auch immer ein bisschen subjektiv, hat er genug getan mit seinen 5 Ellenbogen oder was er geschlagen hat, um sich die Runde oder die 9 zurückzuverdienen, ist dann halt auch subjektiv teilweise. Genau wie es generell bei der 10-8 sehr viel um Erfahrungswerte auch geht, ja. Du hast jetzt letztendlich gesagt, und das kann man wirklich nicht ausreichend betonen. Ich habe das Gefühl, das ist auf jeden Fall, wenn es um das Werten von MMA-Runden geht, die Sache, die Leute mit Abstand am wenigsten verstehen, dass man erst, wenn Kriterium 1, das primäre Kriterium Effektivität, wirklich ausgeglichen ist, überhaupt das Sekundäre betrachtet, dass Kontrollzeiten beispielsweise nicht in die Wertung mit einfließen, sollte Effektivität nicht ausgeglichen sein. Du hast jetzt gerade gesagt, 99% der Fälle hält man am primären fest oder beziehungsweise nach dem primären Kriterium wird eine Runde bewertet. Und das ja auch, habe ich das richtig verstanden, dass du gesagt hast, da ihr werdet auch dazu angeleitet, das so zu tun. Also hält man, habe ich das gerade richtig aufgeschnappt? Nee, das habe ich, glaube ich, nicht Okay. gesagt, aber es ist auch so. Also, es ist auch so, dass man dazu angehalten wird, halt jetzt nicht alle 5 Runden zu sagen, so, oh, das war jetzt sehr knapp und so, und ich habe jetzt die Aggressivität genutzt, weil Okay. auch da wieder eigentlich passiert in der MMA-Runde so viel und so viele verschiedene Aktionen mit verschiedener Effektivität, dass wenn du die Aktionen kennst und dich auskennst mit den Aktionen, die da passieren, dass du eigentlich auch in sehr engen Runden immer so ein Ne, so einen Mini-Unterschied erkennen kannst, ja. Also deswegen, man ist schon angehalten, das primäre Kriterium zu nutzen. Es gibt aber, wie gesagt, trotzdem Runden, wo man auch gut sagen kann, du, das war jetzt mega ausgeglichen, weil entweder sehr wenig passiert ist oder extrem viel und beide haben sich halt nur gegeben. Genau. Aber ja, so diese 99,9 oder sowas in dem Bereich sind schon realistisch, dass man wirklich nur auf die Effektivität guckt. Das heißt wirklich auch zwei Jabs. Hey, wenn es die waren, die Kämpfer A mehr getroffen hat, Genau. dann okay. Selbst wenn du sagst, okay, also die eine rechte Hand war für mich einfach härter oder der hat für mich 2, 3 bessere Techniken gelandet insgesamt, reicht es völlig, um
um von der Effektivität her den Unterschied auszumachen. Also du sollst wirklich jede Kleinigkeit in der Effektivität nutzen, bevor du dann runter zur Aggressivität gehst. Ja. Bleiben wir doch noch mal ganz kurz bei diesem primären Kriterium. Das primäre Kriterium ist für mich nämlich ein ganz großes Problem. Effective Striking und Effective Grappling, richtig? Okay. Als Grappling-Fan frage ich mich dann, wie wichtig dominante Positionen wirklich sind. Also ein Backtake, eine Mount. Also in einem Jiu-Jitsu-Turnier, du hast ja selbst gesagt, du willst Grappling Industries kämpfen, da bekommst du 4 Punkte. Also wenn du die Position hältst, da hast du einen Kampf gewonnen. Ganz klar sogar. Oftmals habe ich aber den Eindruck, dass die Judges die Bedeutung dieser Positionen, ich möchte nicht sagen, nicht verstehen, aber nicht ausreichend würdigen. Verstehst du, was ich meine? Ja, es ist halt generell das Problem, ich sag mal, ein Problem ist es nicht, aber wir haben halt jetzt nicht zum Beispiel wie bei Grappling Industries ein Punktesystem, ja, oder du kannst auch generell nur sehr schwer jetzt verrechnen, okay, der Haken jetzt hier ist mit dem Takedown identisch und so. Judgen ist ja subjektiv, ja, und da hat jeder auch seine eigenen Erfahrungen und seinen eigenen Background. Der eine ist vielleicht eher ein Striker, der eine eher ein Grappler. Man wird nie immer die Leute auf 100% Gleichheit bringen können. Das ist einfach Fakt. Trotzdem im Laufe der Zeit und durch die Erfahrung und auch durch diese Reflexion und so, was wir auch schon im ersten Podcast besprochen haben, dass man sich mit den Kollegen austauscht und so, da entwickelt sich dann sozusagen eine gemeinsame Basis und dementsprechend findet da auch eine Angleichung statt. Jetzt dein Gefühl, was die dominanten Positionen angeht, kann ich nachvollziehen. Das hängt vielleicht auch so ein bisschen damit zusammen, was wir gerade besprochen haben, dass halt Kontrolle eigentlich nicht erstmal nicht bewertet wird. Und oft ist es halt so, naja, ab und zu ist es halt so, dass Athlet A in dominante Position kommt und dann halt wenig passiert und es dann halt für Leute sehr dominant wirkt, obwohl halt nicht viel passiert. Und dann kann man halt trotzdem relativ schnell, obwohl man in einer dominanten Position ist, die Runde verlieren, weil du einfach nichts Effektives mehr bringst. Also Beispiel jetzt einfach, Takedown, Trip oder sowas geht relativ schnell in die Backmount. Dafür gibt es natürlich Punkte, also Punkte in meinem System sozusagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ein overwhelming, also ein riesengroßer Score ist. Also jetzt im Vergleich zum Beispiel zu einer harten Hand, die den Gegner auf den Boden schlägt oder so. Da ist der Takedown und so ein Backtake auf jeden Fall, zumindest in meinem System, ja, jeder ein anderes, ist da auf jeden Fall drunter. Also es ist auf jeden Fall sehr relevant, ja, wenn du mich jetzt auf den Boden bringst und in Backmount und vielleicht Body Triangle ist auf jeden Fall relevant. Aber es ist jetzt nicht so, dass du dich denn da oder dass man sich denn da 3 Minuten ausruhen kann und zu der Runde kommen wir wahrscheinlich noch, Schläge von hinten sozusagen kassieren kann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wie du sagst, primäres Kriterium Striking und Grappling soll theoretisch gleichgewichtet sein. So steht es im Regelwerk. Das heißt, die Judges, oder anders gesagt erstmal, der Grappler soll die gleiche Chance haben zu gewinnen wie der Striker mit seiner Aktion. Ja, also es soll fair sein. Aber es gibt, wie gesagt, keine Vorgaben jetzt zu irgendwie, ein Takedown bringt X Punkte oder Y. Deswegen muss jeder Judge ein System mit der Zeit für sich finden, wo er sagt, okay, ich gebe dem Grappler und dem Striker die gleiche Chance sozusagen, um das Match zu gewinnen. Und das ist einfach extrem subjektiv teilweise. Aber wir fassen mal kurz zusammen, was dann wirklich effektives Grappling ist. Wir zählen natürlich den Takedown, wir zählen Positionsverbesserungen schon auch, ne? Also von, keine Ahnung, der Guard in die Half Guard kommen, sich erarbeiten, das ist schon auch eine Sache, die dann effektives Grappling ist. Und wir zählen natürlich Submission-Versuche. Aber das lange Festhalten, einen irgendwo kontrollieren, ist eben Kontrolle und ist nicht effektives Grappling. Ja, genau, also genau, richtig. Aber auch so Kleinigkeiten, also ich berücksichtige auch so Kleinigkeiten, ja, sei es jetzt Double Underhooks an der Cage Wall, ja, also so kleine Geschichten, musst du auch berücksichtigen. Jedes Wochenende, bei mindestens 3 von 6 Kämpfen sage ich das, wirklich schreibe ich mir auf den Zettel, erkläre den Leuten das Pummeling. Das erste im Grappling ist ja der Griffkampf. Ne? Hole ich den Underhook? Warum brauche ich einen Underhook? Warum bin ich im Vorteil, wenn ich unter der Armbeuge bin? Weil ich den Rumpf kontrollieren kann. Ich bin der Aggressor, ich bin der Kontrollierende in dem Moment. Das verstehen viele Leute nicht, aber das versuche ich mir so auf die Fahne zu schreiben, das deutschen Fans zu vermitteln, weil viele sehen, oh, der hat ihn jetzt hart getroffen, aber
am Zaun passieren ja so viele kleine Schrittchen. Ich finde es super, dass du das sagst, dass du in deinem Kopf abspeicherst, okay, mehr Underhook, mehr Kontrolle. Er war oder sie war die ja, aggressivere oder der aggressivere am Zaun, wenn es, bevor Genau. es so richtig am Grappling dann am Boden zur Sache geht, ne? Genau, du hast halt teilweise auch so Runden, wo du echt 4,5 Minuten, die Athleten drehen sich im Kreis, drehen sich im Kreis, ihr kennt das ja, ja. Und wenn da der eine macht ein kleines Knie, der andere ein kleines, da guckt man halt auch auf Details, ja, oder sowieso. Aber wie gesagt, wer kriegt die Underhooks, ja, wer versucht zumindest mal in den Takedown zu gehen. Lange Rede, kurzer Sinn, eigentlich alles, was den Gegner erschöpft, ja, also wir reden immer von Effektivität, Erschöpfung, ja, also alles, wo du denkst, okay, diese Aktion, die Verteidigung, also auch wenn ich jetzt zum Beispiel Takedown gehe oder so, manchmal wird dann gesagt, ja, ist ja nur eine Änderung der Position, ist jetzt nicht so relevant und so. Ja, ist schon ziemlich relevant. Ich will mal dich sehen, zum Beispiel, wenn ich dich jetzt 10-mal auf den Boden bringe und du dich 10-mal hochkämpfen will, musst, ja, wie du danach aussiehst oder wie du dich fühlst, ja, also. Da sind sehr viele Sachen zu berücksichtigen und auch, wie gesagt, die kleinen Sachen sind zu berücksichtigen. Auch so ein Body Triangle oder so kann man geringfügig berücksichtigen. Auch zum Beispiel das wiederholte Runterziehen, ja. Also wenn jetzt einer immer versucht, sich hochzukämpfen aus dem Boden oder vom Boden hoch, wird wieder runtergezogen. Das zieht alles Energie. Also du musst. Das ist ja Effektivität. Im Endeffekt, Genau, du willst, genau. dass es runtergeht und es geht immer wieder runter und der muss immer wieder aufstehen. Der kommt ja gar nicht in den nächsten Gang, ne? Genau. Ist denn das auf, also Aufstehen hätte ich jetzt nicht gedacht, aber sowas wie jemand hat dich in der Full Mount und du baust dir da deine Guard auf, ist sowas Defensives denn auch irgendwo effektiv für mich oder ist das, ja gut, du hast halt einen Torwart hat einen Ball abgewehrt, dafür kriegst du halt keinen Genau. Punkt, aber kein Wollte Tor ich an. gerade ansprechen. Perfekt. Als ob wir uns abgesprochen hätten. So, das ist nämlich die nächste große Sache, wo oft Missverständnisse kommen. Es wird nur Offensive bewertet. Ausschließlich Offensive. Ja. Ja. Also, ich höre dann teilweise Leute sagen, ey, er hat doch super den Takedown weggesprawlt und, ah, hast nicht gesehen hier. Takedown-Verteidigung war on point und er hat sich da super rausgewunden und so. Interessiert alles gar nicht, weil er ist der Verteidiger, ja. Er belohnt sich selber damit, dass er sozusagen nicht in noch schlechtere Positionen kommt oder submitted wird oder was auch immer. MMA ist ein offensiv basierter Sport. Das heißt, es wird ausschließlich Offensive bewertet. Also wenn wir jetzt dein Beispiel nehmen, von der Mount schaffe ich es irgendwie, also Bottom Mount schaffe ich es irgendwie wieder in die Full Guard den Gegner zu ziehen, dann helfe ich mir natürlich selber damit, weil er nicht mehr einfach unkontrolliert auf mich Schläge hageln lassen kann, jetzt halt Sport. Aber ich kriege keine Punkte dafür, dass ich ihn wieder in die Frühjahr reinkriege. Ja? Das ist auch so ein grundsätzliches Missverständnis. Also ausschließlich Offensive. Heißt ja aber tatsächlich, also es gibt ja diese Ringer, die einen runterholen, super Top-Pressure haben, aber da dann meistens auch lange festhalten. Wenn der hochkommt und nicht gerade nochmal slammen will, ist das letztendlich sogar besser für mich, denn ich habe zwei Takedowns geholt. Könnte man jetzt mal so doof Ja, sagen, genau. gibt ja. Es ist ja, genau. Also es ist ja auch so, das ist ja auch einfach ein valider Gameplan, muss ich sagen, ja. Also den Gegner einfach damit total außer Puste zu bringen und total zermürben, ja, ihn hochkommen lassen, bringst ihn wieder runter, hoch, runter. Ist jetzt nicht unbedingt dominant, ja, weil er gefährdet ihn jetzt nicht wirklich, es ist eher kontrollierend, also wenn wir jetzt diese 10, 8, 10, 9 Kriterien wieder, aber es ist einfach effektiv. Ist jetzt nicht mega effektiv, ja. Das ist auch oft so eine Sache bei den Ringern, halt so typisch, die bringen den Gegner auf den Boden, halten ihn da, weil sie es halt irgendwie aus dem Ring wahrscheinlich kennen. Dann kommen aber vielleicht ein paar Ellenbogen von unten, eine Triangle, die jetzt muss ja gar nicht mal eng sein, aber dann ist schon wieder eng, ja. Also, und dann wundern sich die Leute, liegen 4 Minuten oben drauf, aber verlieren die Runde. Ja. Und dann ist das Geschrei auch wieder da. Aber ist halt MMA und nicht Ring, ja. Du hast jetzt gerade von einem engen Triangle gesprochen. Bin mir sicher natürlich, wir bewerten ja effektive Aktionen. Also wir bewerten selbstverständlich auch, wie eng ist eine Submission. Es gibt auch im Regelwerk tatsächlich auch eine Unterscheidung, wie eindrucksvoll ein Takedown erbracht wird. Ist das richtig? Genau. Also bei Takedowns zählt auch die Amplitude und der Aufprall. Ja? Also wenn jetzt, klar, also beim Aufprall ist es logisch, ja. Also wenn du jemanden richtig auf den Boden slammst, dann tut es A weh und B wird es ihn auch irgendwie vielleicht ein bisschen dizzy machen oder was auch immer, je nachdem, was für eine Art. Und die Amplitude soll auch berücksichtigt werden. Sind jetzt nicht mega große Faktoren, sage ich jetzt mal, aber es sind auch nochmal so kleine On-Top-Wertungen, sage ich jetzt mal, wenn du einen schönen Takedown machst. Ja. Also wenn du jetzt einen Takedown schön aushebst, richtig schön auf die Matte slams gegenüber einem Trip am Cage oder sowas, ist schon ein klarer Unterschied in der Wertung.
Sebastian, ich lasse dich gleich sprechen. Gerade reiße ich hier die Fragenrolle auf jeden Fall sehr an Alles mich. gut. Ganz offen formuliert, was ist denn ein Takedown? Denn da sieht man auch regelmäßig mal, dass jemand irgendwie zu Boden gezerrt wird, schaut dann auf die UFC-Stats und sieht, das wurde ihm gar nicht als Takedown gegeben. Ja, es ist letztlich gar nicht unbedingt so relevant, wie man das jetzt offiziell definiert. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die UFC es definiert. Ich weiß, dass es auch beim Ringen relativ komplizierte Definitionen gibt. Letztlich musst du nur als Punktrichter für dich selber entscheiden oder sehen, wie anstrengend war das jetzt für den Verteidiger. Ja, auch, also ich zum Beispiel sage, okay, ein Takedown ist, wenn der Aggressor den anderen auf den Boden bringt und da zumindest für eine gewisse Zeit hält. Also ich sage Genauso immer, steht es in den Regeln, ja. ja genau, ich sage es immer so in meinem Kopf immer so 3 Sekunden, dann sehe ich das als stabile Position an. Und wenn er dann, ja genau, und zum Beispiel, ich bewerte aber auch instabile Takedowns. Ja? Also es geht gar nicht unbedingt um die Definition, sondern eher darum, wie du es in deinem Kopf sozusagen bewertest. Also instabiler Takedown ist für mich einfach geringer bewertet als ein wirklich stabiler Takedown. Ja? Also genau, ich weiß nicht, hat mal die Frage beantwortet. Definitiv. In den Regeln, glaube ich, steht, mit einer dafür vorgesehenen Technik muss der Gegner zu Boden befördert werden und dort beträchtliche Zeit festgehalten werden oder fixiert werden. Ne? Das wären ja 3 Sekunden. Wenn ich sage, okay, ich zähle dich jetzt runter, kann ich da 3 Sekunden halten, gehe in die nächste Position oder du kommst wieder hoch, aber dann war es ein Takedown. Also gut, dann wissen wir das für die nächsten 100 Ausgaben. Da reden wir so oft drüber. War das jetzt ein Takedown? War das keiner? Ist super wertvoll. Danke auch nochmal dafür für deine Worte. Ja, da sitzt noch so ein rosa Elefant im Porzellanladen und kratzt sich am Ohr. Also Praxisbeispiel Judging. Schaut man sich einen Kampf im Nachhinein nochmal an? Reflektiert man, zweifelt man gegebenenfalls vielleicht auch an der Entscheidung? Warum sage ich das? Ich spreche hier von dem, was du vorher schon angekratzt hast, also diesem Titelkampf, vor allem Runde 1 zwischen Valentina Shevchenko und Taylor Santos bei UFC 275. Da hatten deine Kollegen Howard Hughes und David Letherby die Runde jeweils 10-9 für Santos gewertet. Du hattest die Runde 10-9 für Shevchenko gewertet. Und ich habe extra nochmal, obwohl du es eigentlich nicht so gerne magst oder sagst, das hat keine Bedeutung, die Statistiken rausgeholt. Und Shevchenko hat mehr geschlagen, also Effective Striking, 10 zu 5 Strikes, Significant Strikes, über die haben wir auch schon gestritten für sie. Aber dann hatte Santos fast 2 Minuten lang den Rücken und sie hat zweimal zu Submissions angesetzt. Das ist natürlich, sind wir uns alle einig, eine hochstrittige und diskutable Runde, weil die erste Hälfte läuft für Shevchenko. Sie ist die effektivere Strikerin, keine Frage. Aber dann geht es auf den Boden und dann ist sie im Body Triangle, sie kommt nicht raus, sie kämpft, es wird zweimal der Würger angesetzt und so halb eingerastet. Wie hat Judge Clemens Werner das gesehen und warum hat das als 10-9 für Shevchenko gesehen? Und ich möchte auch nochmal, bevor du antwortest, für alle da draußen formulieren, das ist kein Bloßstellen, das ist überhaupt kein Hate. Da kommt es bestimmt auf Perspektive an. Du warst einen Meter weg von der Sache, wir waren auf der Couch um 4 Uhr morgens, alles fein. Das soll keinen an den Pranger stellen werden. Ich möchte nur wissen, warum man es so oder so werten kann und warum du es so gewertet hast, falls das Sinn macht, was ich sage. Auf jeden Fall. Also ich denke, es ist auch gut, wenn man darüber redet, weil es ist ja eine sehr viel diskutierte Runde und ich denke, da sind auch einige Punkte, die wir jetzt auch schon angesprochen haben, eigentlich sind dabei. Und vor allem auch diese, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Ausgabe, die Sache der Perspektive, ja. Es ist so, dass ich in dem Fall zum Beispiel relativ nah an dieser ganzen Situation in der Backmount dran war. Ja. Also ich war vielleicht 2, 2,5 Meter weg. Meine Judge-Kollegen waren da 5, 7 Meter weg, irgendwie in dem Dreh. Und da spielt es natürlich auch eine Rolle. Und natürlich auch auf dem Bildschirm wirkt es anders. Wieder diese Schläge, die Shevchenko aus der Backmount setzt, wie die sozusagen wirken oder was man da für einen Eindruck von hat. Ich, der da sehr nah dran saß, mir ist klar, dass diese Schläge keine Knockout-Schläge sind. Ja, das kann auch überhaupt nicht passieren, weil sie mit der Bewegung nicht entsprechende Masse reingeben kann. Aber die Beschleunigung der Schläge war auf jeden Fall da und es waren gute Treffer. Ja, also man hat es auch in den Augen von Santos teilweise gesehen. Einmal hat Santos, glaube ich, auch den Seatbelt Grip sozusagen komplett losgelassen. Und aus meiner Perspektive waren das Schläge, die auf jeden Fall relevant waren. Da haben wir wieder diese Diskussion, Significant Strike oder nicht. Für mich waren diese 15 Dinger, die sie da gegeben hat, waren auf jeden Fall eher in Richtung Significant. Das heißt, dann wären, ich glaube, die
Ich glaube, die Total Strikes waren irgendwie was 30 zu 10. Ja. Significant war irgendwie 10 zu 5. Ist ja wieder eine Einordnungssache. Aber aus meiner Perspektive, der irgendwie 2 Meter von weg saß, waren das gute Schläge. Klar, sie waren kurz, aber sie waren schnell und haben auf jeden Fall gut getroffen. Dann, wie du gesagt hast, auf jeden Fall in der ersten Hälfte Valentina vorne, ist nicht allzu viel passiert. Dann setzt Valentina den Takedown an, wird reversed. Wir haben die Backmount. Ist auf jeden Fall relevant. Insgesamt, die Submission Attempts waren für mich nicht wirklich drin, waren auch relativ kurz. Sie waren auf jeden Fall, also ich bewerte sie natürlich, aber sie hatten jetzt keine große Signifikanz. Und dann habe ich mich am Ende der Runde, habe ich mir die Frage gestellt, was findest du jetzt einfach relevanter? Sind es einfach die 2,5 Minuten am Anfang waren eh klar, ist nicht viel passiert, aber klar. Sind jetzt die 15 Schläge sozusagen schön ins Gesicht? Schön mit den Fingerknöcheln ins Gesicht. Oder ist es halt die Backmount und die 2 Submission-Ansätze, die ich jetzt nicht wirklich relevant fand. Und für mich aus meiner Perspektive waren es einfach die Schläge, die dann ticken. Also es war eine sehr enge Runde, die für mich dann ticken effektiver waren. Ich weiß nicht, ob das jetzt für Leute nachvollziehbar ist, aber es ist auch wieder dieses typische Striking versus Grappling. Ja? Also klar, Santos war vorne im Grappling, aber sie hat sie nicht jetzt, sie war nicht kurz vorm Finish, sie hat nicht irgendwie mega lange die Submissions gehalten, die waren nicht mal richtig drin, meiner Meinung nach. Und für mich waren die Schläge in dem Fall einfach relevanter. Ich glaube, wenn zwei Dinge. Erstens, wenn Santos gewusst hätte, wie du drüber denkst, hätte sie wahrscheinlich irgendwie einen Face Crank probiert oder einen Neck Ja. Crank. Die letzten 10 Sekunden versucht einfach nach Hause zu gehen so. Und das Zweite, du hast Seatbelt Position angesprochen. Seatbelt Grip ist für die, die nicht so Grappling-Aficionados sind, also wenn man mit einer Hand über eine Schulter greift und mit der anderen Hand unter die Armbeuge durch, also unter die Schulter durch. Und auf der Hand, wo man unter die Schulter durchgreift, nimmt man den Kopf. Also das ist der Seatbelt Grip, den verschließt man vorne wie ein Sitzgurt und der Kopf ist auf der Seite quasi, wo der Arm unten durchgeht. Nur das zur Erklärung. Genau. Und ja, also wir waren uns auch in der Nachbesprechung eigentlich alle einig, dass das eine sehr enge Runde war, wo man einfach auch, ja, wo halt diese Präferenz Striking, Grappling oder halt auch die Positionierung eine Rolle gespielt hat. Wichtig ist auch wieder, wir haben es gerade gesagt, Kontrolle wird nicht bewertet. Ja. Sie war irgendwie 80, 90 Sekunden in der Backmount oder was, aber sie hat halt jetzt nicht da ja, mega viel draus gemacht. Ja. Es war halt relativ viel kontrollierend. Und natürlich wirkt es dann wahrscheinlich auch viele Zuschauer irgendwie, ja klar, sie hat die Runde gewonnen, sie war jetzt 1,5 Minuten in der Backmount. Aber ja, es geht um Effektivität und wie gesagt, ich fand in dem Sinne die Strikes dann ticken relevanter, aber sehr eng, sehr eng. Und auch als ich es jetzt nochmal, ich habe es mir einmal nochmal angeguckt, weil die Frage wäre auch ursprünglich, guckt man sich Sachen nochmal an? Ja, natürlich, man guckt sich Sachen nochmal an. Besonders natürlich auch enge Runden und natürlich auch im Sinne der Reflexion enge Runden, wo man anders war als die Judge-Kollegen. Und ja, ich verstehe beide Seiten. Also ich verstehe immer noch meinen Score. Ich finde auch, dass die Schläge, wie gesagt, auf der Kamera nicht so aussehen, wie ich sie vor Ort wahrgenommen habe. Aber ja, super enge Runden. Kann dann nur an alle Zuschauer auch appellieren. Ich weiß genau, das wird auch in unserer Kommentarspalte nochmal ein bisschen thematisiert. Bleibt da sachlich. Wir saßen halt alle nicht dran. Das auch. Also ich danke dir auf jeden Fall auch für diese Schilderung. Man hat es aus dem TV. Ich persönlich habe es nicht nachvollziehen können, aber jetzt sitze ich halt hier und denke mir auch gut. Ich habe das ja nicht so wahrgenommen. Ich habe diese Schläge nicht aus 2 Metern Entfernung gehört und finde die Schlussfolgerung zumindest mal sehr, sehr schlüssig an sich. Ganz schwer natürlich immer diese Frage, welche Grappling-Aktionen sind dann irgendwie wie viel Grappling wert? Also, das ist ja so eine Sache, wo du sagst, das kann man natürlich auch nicht messen. Aber wenn ich mir Da könnte denke, ich auch nochmal, wenn du willst, ganz kurz einhaken, weil das ist eigentlich genau passend zu dem Kampf auch, ja. Also Runde 3 war eine relativ ähnliche Runde, aber da gibt es halt auch so Nuancen, Runde 1 gegenüber Runde 3, die einfach Unterschiede sind. Ja? Also Runde 1 zum Beispiel, Santos ist ja in beiden Runden auf den Rücken gekommen. Ja? Runde 1 war es aber ein Takedown-Reversal. Das heißt, sie hat die eigentliche Offensive von Shevchenko umgewandelt. Und das ist zum Beispiel nicht so relevant wie ein Takedown an sich, weil ich erstmal die Offensive der Gegnerin verteidige und das dann irgendwie umwandle. So, das ist so zum Beispiel eine Nuance. Dann die andere Sache, wie gesagt, die Submission, die Rear Naked Choke Attempts in Runde 1 waren relativ kurz, nicht wirklich drin. Runde 3 hat sie zum Beispiel einen Attempt gehabt, der länger drin war. Sie war zwar auch, wenn ich mich richtig erinnere, nicht richtig unterm Kinn, aber kann trotzdem funktionieren.
Und das sind halt so Nuancen, die man auch berücksichtigen sollte und die zum Beispiel auch dazu geführt haben, dass ich die Runde 3, die eigentlich relativ ähnlich war, Runde 3 habe ich Santos gegeben, Runde 1 halt entsprechend eben nicht. Ja, das passt vielleicht. Muss man da manchmal so die, also ich spreche jetzt mal von mir, ich trainiere ein paar Jahre Jiu-Jitsu, muss man diese Voreingenommenheit vielleicht ein bisschen revidieren? Weil ich sage ja, keine Ahnung, du schaust fünf Danaher-Tapes und der Typ erzählt dir jedes Mal, der Rücken ist die dominanteste Position im Grappling. Und er sagt immer, why is that the case? Weil du halt nicht dazu gemacht bist, nach hinten zu kämpfen. Dein Körper ist gemacht, nach vorne oder seitwärts zu kämpfen, aber nicht nach hinten. Wenn jemand auf dem Rücken ist, 1,5 Minuten, denke ich mir, ja, dominanteste Position, Seatbelt Grip, Body Triangle oder Hooks drin. Safe läuft das für die Frau. So muss man da vielleicht diese Voreingenommenheit revidieren und vielleicht auch hinterfragen und sagen, okay, wie läuft es tatsächlich? Ist sie nah am Sieg oder kriegt sie mehr ins Gesicht, als dass sie Richtung Finish arbeitet? Ja, es ist eigentlich genau diese, was ich auch gerade schon sagte, so jeder hat einen anderen Background, ja, jeder hat ein bisschen anderes Wissen, jeder schätzt Situationen anders ein und du musst einfach als Punktrichter möglichst objektiv, soweit es halt geht, sein und halt wirklich gucken, ist die Person aus der dominanten Position jetzt überhaupt effektiv aus der Position, weil sie kriegt Punkte, wenn sie in die dominante Position kommt, aber wenn sie daraus nichts mehr macht, ist das erstmal nur Kontrolle, die ja wenn jetzt ja nicht bewertet wird, wie wir besprochen haben. Also ja, das wäre zum Beispiel vielleicht so ein Faktor, wo, wenn du judgen würdest, wo du dann dir so eine kleine Notiz machen kannst, okay, Backmount ist zwar gut und schön, aber wenn aus der Backmount auch nicht viel passiert, kann trotzdem die andere Person gut und gerne auch die Runde gewinnen, wenn sie aktiv ist, auch selbst vielleicht aus der Backmount heraus. Ich denke mir halt zwei Dinge. Ich glaube, erstens mal konnte Santos gar nicht fassen, wie einfach sie ihm auf den Rücken gekommen ist und wie lange und wie gut sie den halten konnte. Ich glaube, sie konnte es wirklich selbst nicht glauben. Wenn die vor dem Kampf gewusst hätte, dass sie das gut schafft und dass sie das mehrfach schafft, hätte die Ende der ersten Runde einfach mal auf Verdacht zugedrückt. Da setzt mal einen Neckcrank an oder lässt die letzten 10 Sekunden, da powerst du die nicht aus, da drückst einfach mal 10 Sekunden und machst ja mal richtig Angst und tütest auf jeden Fall die Runde ein, weil du bist drauf und dran, das Ding zu finishen. Es sieht wenigstens danach aus. Und zweitens mal denke ich mir halt in so einem Kampf, wenn das so eine Barschlägerei wäre, wenn, wie Flo und ich haben damals so im Podcast drüber gesprochen, wenn wir uns jetzt keilen, so 2,5 Minuten und Flo gibt mir so ein paar Ohrfeigen mehr und irgendwann stolpern wir dann betrunken über die Stühle und ich kletter ihm auf den Rücken und halte ihn da fest, so lange bis der Barkeeper das Licht anmacht. So, wie hat es ausgesehen für mich? Für mich hat es dann ausgesehen, als hätte ich Flo in der Position gehabt, wo er nicht mehr rausgekommen wäre und irgendwann wäre er so erschöpft gewesen, dass ich ihn wahrscheinlich erwürgt hätte, wenn der Barkeeper nicht gekommen wäre. Aber es ist, glaube ich, sehr weit hergeholt. Das war dann so unsere Logik damals im Podcast, warum wir die Runde bei Santos hatten. Ja, es ist alles valide Argumente. Aber ja, dieses Beispiel hat mich ein bisschen rausgebracht. Wie gesagt, ich glaube, man kann einen Case für beide Leute, beide Athleten, Athletinnen machen. Es ist einfach auch, wie gesagt, ein subjektives Ding, eine Sache, wie du positioniert warst und ja. Für mich ist natürlich immer diese Frage, ich hab mir die Regeln natürlich vorher auch schon mal durchgelesen, du stellst mir das jetzt gerade auch nochmal dar, effektives Striking und effektives Grappling und ich denke mir auch, du wirst sagen, ja, ist schwer zu messen, aber dich immer zu fragen, was ist wie viel wert, also wenn man es gegenüber eben stellt. Geht man bei einer engen Submission, die wirklich kurz vor einem Finish ist, jemand schafft es irgendwie mit dem runden Gong sich zu retten oder wirklich, du siehst, der Kopf schwillt rot an, gehen wir von mir aus auf Volkanovski Ortega, Runde 3, diese Guillotine, das Gefühl, dass die Augen platzen gleich, aber irgendwann schafft er es halt doch raus und die Arme wurden schwer. Das ist ja letztendlich eine Szene, die enger ans Finish kommt, wie man es gar nicht, wie man sich näher nicht kommen könnte. Ist das absolut gleichzusetzen damit, ist wie jemand extrem anklingeln und er schwimmt wirklich und rettet sich eben mit Händen und Rückwärtsgang irgendwie noch durch diese Runde? Ist das gleichzusetzen und ja, welche Anhaltspunkte hast du da? Wenn wir von mir aus auch mal nicht von so engen Szenarien sprechen, ein Kimura, der ja klappen hätte können, aber dann doch eben nichts wird gegenüber, keine Ahnung, wie viel Schlägen ins Gesicht, kann man das dann irgendwie gleichsetzen? Ja, kann ich jetzt hier schwer darstellen Ja, sozusagen, klar. ohne diese alle Hilfsmittel. Aber ja, das ist eigentlich genau richtig, wie du sagst. Also wir wollen ja die Gleichgewichtung, Striking, Grappling. Das heißt, du musst dir irgendwann im Laufe der Zeit ein System entwickeln, wo du sagst, okay, das ist fair. Und das sind eigentlich genau diese Situationen, die den Kampf am nächsten in Richtung Finish bringen. Ja, also
Einmal das Anklingeln mit irgendeiner Schlagtechnik oder was auch immer. Und dann diese halt enge Submission, wo du wirklich denkst, okay, der Arm fällt gleich ab oder, ne, oder bricht gleich, besser gesagt. Also das sind durchaus sozusagen die relevantesten Aktionen und das sind auch so die Aktionen, nochmal, wenn man so sagt, dieses war trotzdem eine enge Runde, Qualität vor Quantität. Wenn du sowas hast, ist das eigentlich immer so ein Punkt, wo du sagst, okay, das war jetzt der Faktor, er war näher dran am Finish als der andere, okay, das ist tendenziell seine Runde. Und dann gibt es halt in beiden Bereichen Abstufung, ja, also bei den Schlagtechniken, wie sauber trifft die Technik, mit welchem Körperteil treffe ich, wie viel Gewicht wird da reingegeben, ja, treffe ich ihn gerade irgendwie, wenn er selber gerade reinkommt, ja, da gibt es sehr viele Faktoren, die man bei den Schlagtechniken berücksichtigt. Klar, ein Faktor ist auch immer, ich nenne es innerer Schaden, also wird er sozusagen konkussiv getroffen, zeigt er irgendeine Auswirkung, sehe ich es in seinen Augen, er bewegt sich irgendwie kurz komisch, sagt er zusammen, das sind alles Faktoren, die man berücksichtigt. Und bei den Submissions ist es natürlich genauso. Also ich hatte auch letztes Mal schon angesprochen, um überhaupt Judge zu werden, musst du eine Technikprüfung bestehen, wo entsprechende Sachen gefragt werden. Ja? Also woran erkennst du, ist die Triangles eng? Dann kann man zum Beispiel argumentieren, okay, er hat den Winkel gar nicht verändert, er hat den Arm nicht rübergeholt. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Faktoren, woran man auch visuell erkennen kann, okay, ist es ein enges Ding oder ist es eher so semi oder ist es eigentlich nur locker und wird nur gehalten, ja, oft bei Guillotines, klar, du hast dann den Arm drüber über den Kopf, ja, aber du siehst eigentlich, ja, der hält einfach und ruht sich aus, ne? Also da gibt es sehr viele Faktoren, die dann halt sozusagen die Abstufung begründen von extrem effektiv kurz vorm Finish bis hin zu, ja, okay, das war jetzt eigentlich kaum relevant. Das heißt aber, ich zerre eine Minute an einem Arm, will halt eine Kimura durchbringen, aber ich kriege den Arm, also er schafft es erfolgreich, eine Minute lang den Arm hinter seinem Rücken zu halten. Ich kriege den nicht wirklich durchgezogen. Ist dann auch wieder wie ein Schuss Nebenstor an sich, nicht viel passiert und wie ein Genau. Schlag, der nicht getroffen wird. Also Okay, klar krass. wird das wird geringfügig bewertet, aber wenn ich ihn nie wirklich in Richtung der Gefahrenzone bringe, wo ich sage irgendwie, okay, es wird jetzt echt eng oder die Schulter wird jetzt echt tangiert, dann ist das natürlich in gewissermaßen ein bisschen erschöpfend, ja, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, das war jetzt wirklich hier so ein großes Ding. Ja? Also, genau. Also ich schaue jetzt 25 Jahre MMA und mir fällt es immer leichter, Würger zu bewerten in meinem geistigen Judge-Auge als Arm- oder Beinhebel. Da kann man sich nicht sicher sein. Bein, Arm kann brechen. Es kamen Leute wie Rich Franklin mit gebrochenem Arm weitergekämpft. Ein Knie kannst du dir unterm Kampf raushauen. Josh Emmett hat damit gegen Shane Burgos gewonnen mit einem Kreuzbandriss. Bei einem Würger ist das immer eindeutiger, weil, wie du sagst, bei Volkanovski, wenn der Körper schon steif wird und da die Telefonkabel schon rauskommen am Kopf und er dann doch noch rauskämpft, so dann denkst du, oh, das war knapp. Oder er schläft dann sowieso ein. Also das, glaube ich, ist allgemein immer leichter zu bewerten. Konkussiv hast du gesagt, für die, die das Wort nicht kennen, man kennt vielleicht die Concussion, die Gehirnerschütterung. Konkussiv ist somit erschütternd. Das wollte ich nur noch anfügen. Sorry. ja, Judge Slang sozusagen. Gibt es tatsächlich das Wort? Ich hatte mal, ich hoffe, du kannst dich daran erinnern, das war so, ist inzwischen ein, zwei Wochen her, so bei unserem ersten in Kontakt treten, habe ich schon mal so grob zusammengefasst, was Fragen für mich sind. Ich hatte ein Video von jemandem von Sherdog gesehen, der sich, ich glaube, mit dem Vorsitzenden der Colorado State Athletic Commission unterhalten hat und da letztendlich ein Telefonat zusammenfasst und von einer Regeländerung Ende 2021 spricht, die nochmal priorisiert bei der Bewertung von effektivem Striking und effektivem Grappling Schaden als das am höchsten zu betrachtendste Kriterium auch innerhalb dieser Bewertungskriterien ansieht. War jetzt, glaube ich, viel komplexer formuliert, als es notwendig war. Es ist auf Schaden als allererstes zu achten. Ist das richtig? Und bedeutet das letztendlich ja auch nochmal, dass irgendwie Erarbeitung von dominanten Positionen nochmal weiter zurückrücken, wenn es eben um die Bewertungskriterien geht? Ja, also einerseits gab es dann meines Wissens nach nie eine offizielle Regeländerung oder so. Es war vielleicht eine Klarstellung innerhalb
Athletic Commission oder irgendwas, ja, dass man den Judges oder so nochmal gesagt hat, okay, Leute, guckt wirklich darauf oder darauf. Also es hieß, wenn ich da kurz einspringe, dass erst im Sommer die Association of Boxing Commissions, die ja tatsächlich die Regeln fürs MMA, die Unified Rules verschriftlichen, dass die dann erst tagen und obwohl es jetzt wohl schon angesetzt werden würde, zumindest in diesem Staat, wird es dann eben erst verschriftlicht. Ja, ich hatte mir jetzt auch ange, ging es auch primär um 10-8 Runden, wenn ich mich richtig Genau, erinnere. ja. Ja, genau. Ja, also, wie soll ich das sagen? Also, Schaden wurde schon immer verwendet als sozusagen das Ebenbild von Effektivität. Ja, Eselsbrücke, genau. Also, ist die einfachste, das einfachste Verständnis sozusagen. Es geht um Schaden. Das wird auch immer in den offiziellen Ausbildungen verwendet. Offiziell ist es kein Deskriptor, weil Schaden hört sich immer so martialisch an und nee, wir wollen natürlich keine Leute verletzen, so also politisch gesehen. Ne? Ja, also Schaden war schon immer da, wird auch immer da sein. Für mich ist es letztlich so, es ist egal, wie du es nennst. Also du kannst es auf der einen Seite Schaden nennen, das hört sich dann immer mehr in Richtung Schlagtechniken an, ja, weil Schaden, Schlagtechniken ist klar. Auf der anderen Seite, wir haben ja die Gleichgewichtung und die wird sich auch nicht ändern. Und da geht es im Bereich Grappling ja eher in Richtung Erschöpfung. Also deswegen nutze ich immer gern Effektivität, weil letztlich ist egal, wie du es nennst. Es geht einfach nur darum, den Gegner zu schwächen und in Richtung eines Finishes zu bringen. Ja? Ob du es jetzt Schaden nennst, Erschöpfung, whatever. Ja? Okay, Nenn es, wie aber du willst. Aber genau, ich glaube, diese Klarstellung, die er da meinte, war besonders in Bezug auf 10-8-Runden gemeint. Und das hatten wir auch schon besprochen, das ist auch, was ich gesagt hatte, für eine 10-8-Runde brauchst du ein Mindestmaß an Effektivitätsunterschied, also Schadensunterschied oder Erschöpfungsunterschied, Effektivität, ja, egal wie okay, du es nennst. perfekt. Und das ist aber eigentlich wirklich eher eine Klarstellung, weil wenn du die Regeln jetzt schon richtig liest, wie ich sie schon sozusagen von Anfang an gelesen habe und auch in unseren Ausbildungen weitergebe, erkennst du auch, dass du zum Beispiel Dominanz, wie gesagt, überhaupt nicht haben kannst ohne Schaden. Also du brauchst immer ein Grundlevel an Schaden, weil, wie eben gesagt, ja, Kontrolle ist nicht Dominanz zum Beispiel am Boden. Wenn du keinen Schaden oder keine Effektivität am Boden hast, kannst du auch gar nicht dominant sein, dann kannst du keine Dauer von Dominanz haben, du kannst gar keine 10-8-Runde haben. Ich glaube, das ist die Klarstellung, weil es sind teilweise, besonders in den Anfangszeiten der Regeländerung mit den 10-8 und den Klarstellungen, dass es denn da teilweise Runden gab, wo jetzt der eine Athlet 4,5 Minuten auf dem anderen rumlag, so ein bisschen Piffy-Puffy-Schläge gemacht hat, ja, sowas hier. Und dann gab es halt 10-8 Runden, weil die Leute gedacht haben, ah ja, er hat ihn dominiert. Nee, hat er nicht, er hat ihn kontrolliert, weil er hat ihn nicht gefährdet, er war nicht wirklich effektiv. Und ich denke, daher rührt auch diese ganze Klarstellung nochmal, die da vorgenommen wird. So habe ich das interpretiert. Ja. Ich mag das Wort Effektivität auch viel mehr, Voll. weil Schaden verwechseln andere wieder mit, oh, der hat einen Cut. Einer ist 4 Minuten 30 im Vorwärtsgang, pieces him up, wie die Amerikaner eben so schön sagen, na, und dann beim Rausgehen, 10 Sekunden vor Schluss, gibt es einen Ellbogen und er fängt an zu bluten. Oh, der hat doch Schaden gemacht, ne? Aber dass der andere 30, 40 Jabs kassiert hat und die Runde komplett verloren hat, das sieht dann keiner, wenn man auf Schaden geht, weil das ist ja das eigentliche Wort, wenn man es von der Bedeutung her nimmt. Deswegen Effektivität gefällt mir da auch mehr tatsächlich. Ich glaube, das spricht auch ein breites Publikum an und daran ist uns doch allen gelegen, dass der Sport auch mehr Menschen erreicht. Ja, und Genau, aber da. es ist auch wirklich ein interessantes Thema, weil auch besonders früher, also vor den Klarstellungen auch 2017, wo ich dann meine Ausbildung gemacht habe und so, da gab es diese Erläuterung und sowas alles noch gar nicht. Da musste man sich dann natürlich irgendwie selber herleiten und dann wird es natürlich auch in den Ausbildungen erklärt und so. Aber ja, das ist ein interessantes Thema, aber ich denke auch, wie gesagt, es interessiert gar nicht, wie du es nennst. Es geht einfach darum, den Gegner zu schwächen und in Richtung Finish zu bringen. Das ist, worum es geht, ja. Du hast Kämpfer wie Nate Diaz, wenn der drei Hände bekommt, fängt er an zu bluten. Er hat so viele Profikämpfe und so viele Schlachten bestritten, er hat alles voll mit Narbengewebe oder Wanderlei vor der OP. Den hast du angehaucht, der hat angefangen zu bluten, aber hat dich 30 Mal geschlagen. So, und das kann man missverstehen. Also das ist dann natürlich Schaden, weil dem rinnt Blut durchs Auge, das lenkt ihn ab, das hindert ihn an der Konzentration und am Fokus auf diesen Kampf. Aber das ist nicht Schaden im eigentlichen Sinne, wenn wir von Kampfsport sprechen. Und ja, super wichtig, dass du das auch nochmal herausgestellt hast und die Differenzierung da nochmal explizit dargelegt hast. Flo, was haben wir noch an Fragen? Ich glaube, wir haben 10, 10, 10, 9, 10, 8. Wir wissen, was Schaden ist, was Effektivität ist. Wir wissen, was Bewertungskriterien sind. Wir haben Clemens, ja, strittigste Urteile nochmal durchgekaut, ohne ihn durch den Fleischwolf irgendwie zu drehen. Fand das sehr, sehr wichtig, auch, dass du dich da mal äußern kannst.
Was wollen wir noch wissen von einem guten Mann? Ich weiß noch was, glaube ich. Also dieses bedeutungsschwangere Wort der Positionierung, das haben wir jetzt im letzten Podcast, im letzten Gespräch besprochen. Auch heute kam es ein paar Mal auf den Tisch und wir haben es wieder zerschnitten und zerlegt. Aber könnte man da nochmal was verbessern an der Positionierung der Judges? Könnte man die woanders hinsetzen, in den stillen Raum vielleicht? Sollten sie mehr am TV-Bildschirm judgen, also alle dasselbe Bild? Oder macht es schon Sinn, dass alle aus verschiedenen Blickwinkeln das betrachten? Sollten sie höher sitzen als irgendwie am Cage? Hättest du da noch Wünsche oder Träume, wie man euren Job leichter machen könnte? Ich denke eigentlich, dass es gut ist, wie es ist. Wir hatten ja letztes Mal schon gesprochen, was könnte man noch besser machen. Wie gesagt, ich halte wirklich viel davon, dass man A, generell, wie gesagt, ein Screen vor sich hat, wo man das Live-Bild verfolgen kann, wenn man eine schlechte Sicht hat. Und B, dieses Replay-Ding in der Rundenpause wäre auch ein nice Ding, mit dass man sich mal einen Marker setzen kann, vielleicht ein, zweimal die Runde. Ich denke aber, dass das System an sich gut ist. Ich bin da kein Freund es gibt ja auch diese Vorschläge, setzt die einfach alle vor den Bildschirm und passt, ja. Halte ich halt nichts von, weil du willst ja, die Kamera ist auch nur eine von vielen oder Millionen unendlich vielen Perspektiven und auch die Kamera kann Sachen nicht einfangen und deswegen finde ich es eigentlich gut, wenn du drei Judges möglichst breit um den Ring verteilst und Könnt ihr euch halt ja. alle Kamerabilder geben. Das wäre, wenn dann, mein Ansatz, dass ihr halt wirklich vor neun Bildschirmen sitzt und halt mal schauen müsst, Ja, welcher Winkel am aber dann besten ist halt ist. wieder die Frage der Praktikabilität, ja, wie lange willst du eine Runde judgen, ja, sollst du eine Stunde an jeder Runde rumsitzen, das ist halt, ja, ist schwierig, ist schwierig. Was so die Positionierung und so angeht, wie gesagt, man sollte erhöht sitzen, das hatte ich, glaube ich, auch letztes Mal gesagt, es macht keinen Sinn, einen Tisch zwischen dir und dem Cage zu haben, es macht keinen Sinn auf einem normalen Stuhl, du brauchst einen Barhocker, dass du eine gerade Sichtlinie hast, klar, eigentlich je höher, desto besser, finde ich, also so die Judges auch irgendeiner Empore oder so, ja, das wäre eigentlich ganz cool, aber dann hat man auch wieder einen komischen Winkel. Ich denke eigentlich, dass so ein Barhocker gut ist, ja, dass du mehr oder weniger auf einer Linie mit der Cageplane bist, passt schon und Vielleicht könnte man euch von der Hallendecke abseilen und so hängen lassen. ja, genau, man könnte sich so durch die Halle manövrieren mit irgendwelchen, Mobile, nein. Judge Mobile. Nee, ich finde es gut, wie es ist. Wie gesagt, es ist wichtig, erhöht zu sitzen. Es ist wichtig, dass man ein Screen hat. Dieses Replay-Ding wäre irgendwann nice to have, aber ich denke, es ist gut gelöst. Ich habe noch ein Versprechen einzuhalten. Letzte Folge sind wir auf die Fanfragen eingegangen. Ich habe zu einer Frage gesagt, dass wir die auf jeden Fall mit aufnehmen werden. Ich glaube, der Sven Dolezal hat schon gedacht, ich hätte ihn vergessen, aber nein, natürlich nicht. Er hatte noch gefragt, wie sehr achten Refs auf diese Rabbit Punches, die von unteren Positionen aus oft gemacht werden. Du hast jetzt beschrieben, du hast selbst Schläge nach hinten von Valentina Schewtschenko auf jeden Fall bewertet. Wenn du sie wahrnimmst, nehme ich an, klar, die zählen auch. Kurzer Weg, so viel Schaden kann nicht passieren, aber Ja, genau. berücksichtigen. Also richtig. Also ja, vielleicht manche Judges neigen so ein bisschen dazu. Wie gesagt, dieses ganze Thema Kontrolle und der unten liegt, kann eh nicht wirklich effektiv sein, ist immer so ein bisschen in den Köpfen drin. Aber als Judge soll man, wie gesagt, jede Aktion anhand ihrer individuellen Effektivität bewerten. Das heißt auch kleine Techniken, auch wie wir gesagt haben, Double Underhooks oder so eine kleinen Geschichten sollst du bewerten. Aber halt natürlich entsprechend ihrer Effektivität, also viel geringer. Aber trotzdem, ja, Athlet Rot bringt den anderen auf den Boden, kontrolliert eigentlich nur, passiert auch nichts und der andere gibt ihm dann 20 Dinger von unten, die müssen nicht mal wirklich hart sein, aber dann wird es trotzdem schon wieder eng oder vielleicht gewinnt er sogar die Runde. Also es lohnt sich immer an die Athleten, es lohnt sich immer aktiv und effektiv zu sein im Sinne der Offensive. Kontrolle wird, wie gesagt, nicht bewertet, Aggressivität auch erstmal nicht, also ich kann es nur immer wieder betonen, als Athlet so offensiv und effektiv wie möglich sein. Ja, gab es ja früher oft so Mark Colemans oder so 120 Kilo Hühnen, die hatten dann keinen Sprit mehr in der dritten Runde, haben dann gechillt in der Guard und irgendwie aus dem letzten Loch gepfiffen und unten hämmert halt einer mit dem Ellbogen auf seinen Kopf ein, ne? Und dann musste dem fast die Runde geben. Der andere liegt zwar in dieser Position, hat sich vielleicht den Takedown geholt, aber der andere schlägt 4 Minuten lang. Und dann kann man das durchaus so sehen. Also ich glaube, somit ist die Frage beantwortet. Du siehst das auf jeden Fall, ob sich jemand bemüht, die Runde für sich zu entscheiden. Ja, also da kann man sich auch teilweise selber die Frage stellen, einfach, wer wäre ich lieber? Ja? Wäre ich jetzt lieber der, der einmal einen Takedown gemacht hat und dann oben rumliegt und 40 Dinger kassiert? Oder würde ich lieber die 40 Dinger austeilen? Ich denke, die Frage ist selbsterklärend teilweise. Ja. Also es geht nicht um die Positionierung und also wie gesagt,
Die Aktion, die die dominante Position bringt, wird bewertet, aber daraufhin ist man dann halt in der Position und jeder Athlet kann scoren. Clemens, ich bin sehr, sehr dankbar auf jeden Fall, dass du sowas nochmal klargestellt hast, dass du dein Fachwissen hier mit uns geteilt hast. Ich glaube, das war eine sehr, sehr wichtige Folge. Hoffe, die wird auf jeden Fall oft gesehen. Ich glaube, sie wird vieles erklären. Man liest ganz oft von Argumentationen wie, ja, Kämpfer A hat mehr Schaden gemacht, aber Kämpfer B war viel aggressiver und hat ihn lange festgehalten. Du hast uns nochmal wirklich als vermutlich der größte Fachmann Deutschlands, würde ich fast so groß sagen, nochmal klar gemacht, dass das eben keine Bewertungskriterien sind, die primär zu betrachten sind. Wie gesagt, sehr, sehr wertvoll. Ich würde an der Stelle auch nochmal, da muss ich gerade ein bisschen aufrichten, dass man das schöne Logo auf deinem Poloshirt sieht, auf dein Projekt MMA Unfolded verweisen. Natürlich wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Da sehen wir auch nochmal wirklich Einblick in deine Arbeit. Erneut kann ich dir nur sagen, cooles Projekt und an alle Zuschauer appellieren, check das auf jeden Fall ab. Verfolgt das. Da steckt viel Arbeit drin und es ist wirklich Qualitätscontent. Ich persönlich heißt dich auf jeden Fall sehr, sehr gerne auch erneut willkommen. Glaube, Sebastian sieht das auch so, wenn du Lust hast auf einen weiteren Talk. Ich habe beide auf jeden Fall sehr genossen. Meinerseits liebend gerne. Das wären, glaube ich, meine abschließenden Worte. Vielleicht nehmen wir tatsächlich nochmal so eine abschließende Special-Folge auf. Hoffe, die können wir auf die Beine stellen. Ja, ich bedanke mich für deine Zeit. Wie gesagt, fand das sehr, sehr bereichernd. Ja, vielen Dank ebenso. Achso, Sebastian will zuerst. Ich kann mich nur anschließen, also war super. Die Stunde ist jetzt wie im Flug vergangen und mir ist heute auch ganz stark bewusst geworden, dass wir mehr mit Leuten sprechen müssen. Es ist schön, so ein Event zu zerlegen und zu sagen, was hat der besser gemacht und der und welche Geschichte hat der und der war auf der schiefen Bahn und hat sein Leben mit MMA gerettet und man kann so viele Geschichten erzählen, aber es ist am wichtigsten, mit Protagonisten, mit Leuten, die mittendrin statt nur dabei sind, zu sprechen. Und da bist du ja einer. Ich meine, dieses Video ist zeitlos, aber es ist wenige Tage vor Volkanovski Holloway 3. Du hast zum Beispiel einen Kampf von den beiden gejudged, also und auch da richtig gut bewertet. Und deswegen, es gibt so viel, mit den Leuten aus der Szene zu sprechen. Für mich ist das ein ganz, ganz großer Reminder gewesen, heute einfach mehr Dreier-, Vierer-Gespräche vielleicht zu führen. Auch von meiner Seite nochmal danke. Auch danke für deine Zeit und für deine Zeit, Flo, natürlich. Das vergesse ich so Das ist ein Insider-Clemens, musst du nicht verstehen. oft. Aber die abschließenden Worte gehören natürlich dir, Clemens. Wenn du noch was bewerben willst, wenn du den Zuschauern da draußen nochmal was sagen willst oder noch was loswerden willst, was wir vielleicht übersehen oder vergessen haben, the floor is yours. Let's go. Ja, also erstmal will ich euch natürlich danken. Es war sehr, sehr, sehr angenehme Gespräche mit euch, auch im Vorhinein. Und ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben auf jeden Fall. Ansonsten, Flo hat ja MMA Unfolded angesprochen. Ich weiß, dass auf dem Kanal gerade noch sehr wenig los ist. Das ist halt so ein kleines Herzensprojekt, das man neben der Arbeit und neben der Verbandsarbeit sozusagen noch zu stemmen versucht. Und dementsprechend dauert es natürlich auch ein bisschen, bis da der Content rauskommt. Aber es wird was rauskommen. Also wenn ihr solche Themen rund ums Regelwerk, um Judging, Offiziellenwesen, auch Referees und all die Themen, wenn die euch interessieren, dann gebt uns gerne ein Abo oder folgt uns und es würde mich sehr freuen. Ansonsten zu der GEMAF hatten wir auch schon gesagt, wir sind alle ehrenamtlich aktiv. Wenn da jemand sich berufen fühlt zu supporten, ich glaube, die GEMAF-Adresse und so war auch in Part 1 schon verlinkt. Sehr, sehr gerne. Ja, ich kann nur sagen, ich denke, es ist wichtig, dass man einfach, wie ihr auch gerade gesagt habt, miteinander diskutiert, dass man nicht immer komplett an seiner Meinung festhält, die auch immer von gewissen Vorurteilen irgendwie oder Bias, also Beeinflussung sozusagen getrübt ist und dass man einfach verschiedene Positionen auch erkennt und anerkennt und sagt, okay, du kannst deine Meinung haben, ich habe meine, weil ich glaube, das ist auch generell in Deutschland und der Welt gerade ein wichtiger Punkt, dass man einfach mehr miteinander spricht und sich zuhört. Genau, vielen, vielen Dank, Jungs. War sehr schön.